Herr Berluth, es gibt seit einigen Monaten eine immer intensivere Debatte um die Frage, ob sich Medien in Deutschland oder sogar in Europa zusammentun sollten, eine gemeinsame Plattform starten sollten, um gegen die erfolgreichen US-Angebote endlich mal anzukommen aus Sicht derjenigen, die das wollen. Wollen Sie so eine Plattform mit initiieren? Ich bin so ein bisschen, habe ich die Rolle des ungläubigen Thomas in dem Spiel. Also ich finde die Mängelbeschreibung sehr richtig. Es gibt in Deutschland oder in Europa nichts, was dem auch nur annähernd was entgegensetzen kann. Das ist auf Dauer sicherlich kein guter Zustand. Also die Diagnose teile ich. Bei der Therapie habe ich Zweifel, ob tatsächlich durch eine staatliche Initiative eine solche Dynamik entwickelt werden kann, wie es zum Beispiel Google, YouTube geschafft haben. Also ich bin bereit zu Diskussionen, aber sehe im Augenblick, weil ja auch dieses Modell noch sehr vage ist, ja noch nicht, wie wir da drauf springen können. Sie haben mal gesagt, das ZDF habe enorme Anstrengungen in den vorigen Jahren unternommen, um selbst stark im Digitalen mit eigenen Mediatheken, das ZDF war da zweifellos auch in Deutschland Vorreiter unter den Öffentlich-Rechtlichen zu sein. Will das ZDF vielleicht seinen Markenkern nicht aufgeben und droht, hat Bedenken, da sozusagen unterzugehen in einer großen Plattform? Ja, gute Frage. Genau das ist eines unserer Bedenken. Noch sind wir stark genug und ich hoffe, wir bleiben es noch viele Jahre, um das Publikum auch auf unsere Plattform zu ziehen. Ja, man sieht es zum Beispiel an der Heute-Show, die wird linear mit Wiederholung so ungefähr von 5 Millionen gesehen und mittlerweile 600.000 sehen Sie in der Mediathek, komplett übrigens. Wir wissen, in YouTube sind es auch noch mal einige Hunderttausend, wir wissen das nicht ganz genau. Das ist ein Zustand, mit dem ich leben kann. Jetzt zu sagen, wir geben das alles auf für etwas anderes, ist mir viel zu früh und auch zu riskant. Wenn Sie sich an so einer Plattform beteiligen sollten, so sie denn überhaupt kommt, was wäre denn Ihre Bedingung? Also unter welchen Bedingungen machen Sie da überhaupt mit? Ja, man muss erstmal über die Trägerschaft reden. Eine staatlich finanzierte Plattform, da habe ich schon grundsätzliche Bedenken. Nicht umsonst haben wir ein Beitragssystem und keine Staatsfinanzierung bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Dann wer trägt es eigentlich? Wer betreibt sie? Wer sorgt für das Feuer, das jede Plattform haben muss? Mit welchem Ziel? Also das sind mir zu viele Fragen. Unsere Strategie, Sie haben es ja kurz angerissen, ist eigene Plattform. Wir arbeiten gerade auch an einer Kulturplattform. Die könnte man mit der Arte-Plattform, die ja auch sehr stark vernetzen, auch mit der ARD, da gibt es überhaupt keine Hemmung. Ich glaube eher, diese kleineren Schritte, die uns Erfahrungen auch lehren, ja, sind die besseren. Es ist meine persönliche Auffassung, aber ich stehe dieser Diskussion offen gegenüber. Halten Sie das denn aus Ihrer Sicht und Erfahrung für ausgesprochen mutig oder erstaunlich naiv, wenn jemand sagt, wir nehmen es auf mit dem Silicon Valley? Also das möchte ich jetzt nicht bewerten, aber es ist auf jeden Fall eine kühne Vorstellung, denn da hat sich ja tatsächlich über die Jahrzehnte was entwickelt, rasant entwickelt. Das zu toppen oder dort eine Alternative hinzustellen, wird schwer. Trotzdem würde ich auch sagen, einfach zu sagen, wir haben keine Chance, irgendwo uns noch stärker wiederzufinden, also die deutsche Kulturlandschaft, die europäische, das fände ich auch falsch. Lass uns weiter diskutieren und nach einer Lösung suchen. Sag niemals nie. Ja. Danke. Gerne.